Yo, Peace Leute und willkommen zum 41. Part von Destiny. Wir werden uns heute der Mission, diese hier, annehmen, und zwar Fauliger Zirkel. So, dann gehen wir mal hier drauf, und dann müssen wir mal wieder ins Kosmodrom, und das hier ist die Mission. Level 40, Suche. Finde heraus, was es mit den Gerüchten über einen besessenen Zirkel im Kosmodrom auf sich hat. Also es ist wohl eine Suche, aber wir haben ja auch da schon mit der Patrouille auf dem Grabschiff, war ja auch eine Suche und war ja trotzdem eine Mission. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Was so läuft. Das ist Level 40, also wird es ein bisschen heavy shit. Also wird auf jeden Fall schwer. Stand ja auch schon da, dass es eine schwere Mission wird. Aber Leute, ihr kennt mich. Ich Du sterbe rückst dann nur eben nicht 150 mehr. Mal. Gut gemacht. Doch die Besessenen verstecken sich überall im Kosmodrom. Wir glauben, ein Hexenzirkel führt das Ganze an. Du musst ihnen Einhalt gebieten. Alles klar, das war eine kurze Ansprache von unserem lieben Sade. Aber das passt ja auch, muss ja nicht viel mehr erklären, als er wirklich muss. Ja. Er muss ja nicht noch 10 Jahre rumschwafeln. So, Okay, ich Wiedereinstieg habe eingeschränkt. Schwierigkeiten, die Hexen vor die Linse zu bekommen. Ach, dachte ich mir doch. Meine Späher Okay. haben die Fäule im Kosmodrom Zerstöre ausfällig Fäulen. gemacht. Sie pumpen Dunkelheit wie ein Wasserhahn. Unterbrich den Fluss, Okay, vier Peter. Stück. Reinige den Ort, dann solltest du die Hexen finden können. Ah, das ist so eine Fäule. Ah, okay. Boah, das hält aber ganz schön viel aus. Jetzt ist kaputt, alles klar. Hey, hör du mal auf mit dem, was auch immer du tust. Ey, wow. Okay, man kann auch mal schnell sterben. Das darf mal passieren. Wow. Okay. Null Kills und ein Tod. Nice. Ich habe Alles klar, okay, wir müssen Schwierigkeiten, ein die Hexen bisschen vor die anders Linse daran. zu bekommen. Das habe ich ein bisschen schlecht Ach, dachte eingeschätzt. ich Wir mir gehen einfach doch. mit der Meine Sniper Späher an haben die die Fäulen Fäule im ran. Kosmodrom Beziehungsweise ausfällig töten gemacht. erstmal den, denn der hat Sie uns richtig pumpen viel Damage gemacht. Dunkelheit wie ein Wasserhahn. So, Unterbrich weg. den Fluss, Hüter. Reinige den Ort, dann solltest du die Hexen So. finden können. So sollte es um einiges schneller gehen. Vier Schuss. Was? Da. Ah, diese scheiß Akolytenaugen, ne? Stronger Shit ist es. So, jetzt spawnen hier überall Gegner. Hinter uns brennt's. Okay. Alles klar. Wie ist der gefreckt? Rechts von uns, links von uns, überall von uns. Okay. Okay, ich werde schon wieder. Alter, das ist okay. Alles klar. Diese Akolytenaugen, ne? Krasse Dudes auf jeden Fall. 3 Kills, 2 Tote. Okay. Ich habe Schwierigkeiten, die Hexen vor die Jetzt Linse haben wir zu auch keine bekommen. Sniper, also nicht mehr genug Sniper-Muni. Ach, dachte ich mir doch. Also sie Meine spawnen, Späher haben sobald die ich, Fäule im Kosmodrom ausfindig gemacht. ja. Sie pumpen Dunkelheit wie Gefolterte ein Hexe, die Wasserhahn. töten wir jetzt gleich mal. Unterbrich den Fluss, Mal Hüter. weg, Reinige bitte. den Ort, dann solltest Oh, du diese die Hexen finden Akolytenaugen, die gehen können. mir auf den Sack. So, komm her, Hexe. Ah, jetzt versteckt sie sich, um ihr scheiß Schild aufzuladen. Wow, alles klar. So, das ist wieder so ein Akolytenauge, vor denen muss ich echt aufpassen. Die sind richtig krasse Boys auf jeden Fall. So, weg. Ich will jetzt erstmal alle erledigen, bevor ich. Ach, die spawnen, glaube ich, immer wieder, ne? Kann das sein? Machen wir mal das kaputt, komm. Beziehungsweise, ah, das ist die Hexe. Weg. Weg. So, die Hexe verpisst sich wieder. So, die erste Fäule ist weg. Aber ich konzentriere mich jetzt nicht nur auf die Fallen, sondern auch auf die Gegner natürlich. Dann werden wir es vielleicht mal schaffen, nicht zu sterben. Die scheiß Hexe. Die soll jetzt endlich mal weg. Verdammt. So, die Hexe ist jetzt down. So, den kurz down taken. So, sehr schön. Jetzt erstmal ein bisschen unser Leben. Der Ritter. So, ein blaues Engramm nehmen wir uns noch mit. Ah, diese gefolterten Ritter hier. Ihren Flammenattacken. So, jetzt können wir mal ein bisschen auf die Fäule gehen. Ah, es sind schon wieder Gegner gespawnt. Werfen eine Granate hin. Dann ist die Fäule nämlich kaputt. So. Da sind welche gespawnt. Oh, Nakolytenauge, schnell weg damit. Die sind echt, also die finde ich auch echt stark. Auch wenn die halten überhaupt nicht viel aus. Also wenn man die ein paar Mal trifft, sind die im Normalfall down, aber die machen halt unglaublich viel Schaden. Ja, die waren down. Also im Allgemeinen, die Gegner sind schon krass vom Update geworden. Muss man wirklich sagen. Komm, friss mal das. Oh, hat nicht geklappt. Hinter mir sind auch welche, deshalb hau ich da jetzt meine Ulti rein. Dass der kurz chillt, dass ich den vielleicht downtaken kann. Oh, keine Muni mehr.
Geh down und drop mir Muni. Danke. Hat geklappt. Wo ist er denn, die Fäule? Dort ist sie. Ist noch ein paar Opponents. Hey, down. Get down. LMG-Muni, sehr schön. Für unser schönes Schwert. Ich muss aufhören, LMG-Muni dazu zu sagen. Wir benutzen kein LMG mehr. So, schnell. Takes down. Yep, hat geklappt. Sind noch ein paar Gegner gespawnt. Ja. So, weg. Hör auf damit. So. Kurz unser Leben aufladen. Also, beziehungsweise unser Schild. So, und dann zur letzten Fäule. Da ist jetzt ein Centurio. Der ist krass. Da sollte man mit der Sniper ran am besten. Um den schnellstmöglich down zu taken. Sehr schön, hat geklappt. Die große Kugel da weg. So. Weg mit euren scheiß Akolytenaugen. Okay, kurz reloaden. Und dann ba-ba-ba-bam, ba-ba-ba-boom. Okay. Hier werfen wir eine Granate hin. Ach, diese scheiß Akolytenaugen. So, auf die Fäule preschen. Das hier hinwerfen. Dann sollte das eigentlich Geschichte sein gleich. Ja. Wir haben wieder nur 24 Schuss. Wir haben den Aufenthaltsort der Hexen. Das ist eine normale Muni. Aber nur 98 Schuss, oder jetzt? Jungs. Oh, jetzt kommt er mit seinem Schild. Aber den will ich noch erledigen. Am besten mit dem Messer. Vielleicht gibt er uns jetzt noch ein bisschen Muni. Oh. Geh weg. Nope. Okay, wir haben echt Munitionsprobleme. Gerade für unser Hauptgewehr, was eigentlich nie der Fall ist. Also man hat eigentlich nie Munitionsprobleme. Aber jetzt schon. Gerade jetzt. Wir müssen da rein, ne? Ja, wir müssen da runter. Alles klar. Hier waren wir, glaube ich, in einer der ersten Missionen schon mal. Die ist natürlich ohne Besessen, ne? Ups. Ah, das sind Leibeigene, okay. Aber nicht die Schattendinger. Das heißt, die können sich nur rumporten und nerven mich nicht ab, dass sie schnell rumrennen. Oh, Captain, da soll ich vielleicht nicht unbedingt drauf messern. Hinter mir ist noch irgendwas. Da. Vandalen, okay. Hör auf. So, die. Ja, sehr schön. Die Giftgranate ist inzwischen auch echt gut, ne? Also, die macht schon krass Damage. Weg jetzt. Dein Kackschild da. Was ist denn das? So ein Akolytenauge? Ich könnte mal wieder Muni gebrauchen. Haben noch, ja, nicht mal ganz 100 Schuss. Mal ein Captain. Oh, der trifft mich mit dem komischen Dunkel. Oh, man sieht ja gar nichts mehr hier. So, erstmal die Kleinen hier weg. Dann hier die Ulti drauf. Perfekt. Dann den kurz down. Perfekt, hat geklappt. Jetzt müssen wir kurz aufpassen. Zumindest kurz unser Leben voll machen lassen. So, der ist down. Der eine hat noch ein scheiß Schild. So, perfekt. Sag mal bitte, dass einer von euch Muni gedroppt hat. Normale. Nee, nur Sniper-Muni. Davon bin ich schon voll. Ah, tolle Sache. Wenn man so keine Munition hat, finde ich. Okay, die Leibeigene messe ich jetzt. Muss es tun. Okay, da kann ich auch eine Granate werfen bei so vielen. So, habt ihr jetzt bitte. Ja, dankeschön. Da, ja, so will ich das sehen. Ein bisschen Muni hier. Will doch ein bisschen rumballern. Wow, 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 wow. Gut, gut. Ist gerade ein bisschen krass hier. Chillt euch mal, Boys. Ich schieße auch viel Munition in die Leere. Natürlich mit meinem Super-Duper-Aim. So, da sollten wir kurz aufpassen. Am besten. Oh, da ist ein Ritter. Müssen wir aufpassen vor seinen Flammen. Da hinten ist er. Komm mal ein bisschen hervor, Bro. Ah, dann erledige ich halt erst den hier. Den ich irgendwie nicht treffe. Da. Jetzt schnell den Ritter down taken am besten. Der mit seinen Flammen regt doch schon ziemlich auf. So, was ist dann noch so am Start? Ja, komm, mit der Sniper hier ein bisschen. Dafür haben wir genug Muni. Noch ein Ritter. Granate hin. Dann dürfte es sich geklärt haben. Da ist noch einer. So. Wir müssen aufpassen. Kriegt doch hier schon echt gut Schaden durch die Flammen von den Rittern. So, was ist das für ein schönes Ding? Wow, wow, okay. Oh, ich sehe nichts mehr. Egal, wir haben unsere Ulti dran gehangen. Geh down! Ja, perfekt. Von der Leere gekennzeichnet. Diese Finsternis, sie ist erstickend.
Die Hexen sind hier. Ja, wow, und durch den Buff sehe ich jetzt gar nichts mehr. Vernichte den Zirkel. Okay, kommen die jetzt hier. Habe ich mich aber kurz erschrocken hier. Boah, das ist echt scheiße. Man sieht gar nichts mehr. Also, ich glaube, ihr seht noch weniger, weil YouTube macht ja die Videos alle noch ein bisschen dunkler. Ich laufe mal da lang. Ich habe jetzt ja kein Quest sein. Aber da die ganzen Gegner da rauskommen. Mistviecher. Die scheiß Schattenleibeigenen. Was ist das? Da ist eine Hexe. Tochter von Oryx. Alles klar, mit der Sniper am besten drauf. Dann können wir schnell ihren Schild down taken. Kurz aufpassen. Richtig aufpassen. Den wegmessern. Den wegmessern. So, kurz warten. Beziehungsweise schon draufballern, aber einfach mit Sicherheit bleiben. So, unser Schild ist wieder ready. Maul halten. Bam. Oh. So, die ist gleich down. Sehr gut. Ist mir Muni gibt. Aber oh, ich habe jetzt 300 Schuss. Das ist gut. So, die erste Hexe haben wir. Es sind drei Stück, die hier kommen sollen. Boah, das ist echt mies. Man sieht gar nichts mehr. Diese Lichter da verunsichern mich. Da ist die nächste. Musik. Ich kann den Namen nicht aussprechen, sorry. Halt doch nach. Weiter draufhalten, draufhalten. Die ist gleich down. Ja, sie ist down. Perfekt. Die zweite haben wir auch. Noch genug Muni. Da ist die dritte. Granate hin. Ja, perfekt. Die hat schon mal viel Damage getaked. Oh, wir müssen aufpassen. Vor den scheiß kleinen Viechern hier. Komm, Uli hin. Dann sollte es die eigentlich zerfetzen. Nein, noch nicht ganz. Aber komm. Weg. Sehr schön. Damit haben wir alle drei Hexen erledigt. Sehr schön. Das war die Mission. Von Besessenen, die entweder den Kampf aufgeben oder dahin aufgesaugt werden, wo sie herkommen. Das ist ein Gewinn für uns. Du kannst jetzt zurückkehren. Alles klar. Damit haben wir die Mission geschafft. War eine heavy Mission. Also gerade am Anfang bin ich halt dreimal gestorben. Dann ging es eigentlich. Jetzt ist es nicht mehr ganz so dunkel. Ja, Weltstress, hä? Mit dem Schwert wollte ich jetzt nicht unbedingt in die Hexen rein. Oh, cool, da sieht man so, wie der Geist um einen rumfliegt. Ist mir gar nicht aufgefallen. Hilfe, folgt mich nicht so, Geist. Gut, haben wir die Mission geschafft mit drei Toten am Anfang. Ist auf jeden Fall super. So. Was kriegen wir für Prämien? Wahrscheinlich keine. Ah, zweimal sind wir nur gestorben. Immerhin, nicht dreimal, ja, wie ich gedacht habe. Immerhin, Leute, da bin ich echt stolz drauf. Also dreimal ist zu viel. Zweimal ist noch so weit. Einmal ist keinmal. Und wenn einmal kein Mal ist, dann ist ja nur noch eins übrig. Und einmal ist ja kein Mal. Also habe ich null. Mhm, haben wir das geklärt, hoffe ich doch mal. So, meine Beutezüge gebe ich kurz ab. Boom und bam. Haben wir ja, Upgrade. Sehr schön für unseren Fokus, der ja auch schon wieder fast fertig ist hier. Dreifachsprung, ja! Endlich! Ein schöner Dreifachsprung. Oh, das brauche ich nicht. Was haben wir sonst noch so? Ein Gramm, ein Gramm. Okay, alles klar. Und dann gehen wir ab zum Turm. Ich habe es ein bisschen offscreen gestern. Ich glaube, irgendwie 8 Stunden oder so gespielt. Bisschen Stuff gesammelt. Also, ihr habt es gerade gesehen. Ich habe jetzt, glaube ich, Bein legendär und Kopf auch noch legendär. Ich glaube, das hatten wir noch nicht in den Folgen. Also, es macht schon wirklich Spaß. Auch so die Sachen, die man nicht in der Mission macht, sozusagen. Also, es gibt wirklich viel zu tun. Ich zeige nur einen Bruchteil. Also, das heißt, ein Bruchteil. Ich würde sagen, ich zeige so die Hälfte, zeige ich in Videos. Ich zeige ja nur die Missionen, die Strikes. Es gibt auch sehr, sehr viel mehr zu tun. Ich bin echt beeindruckt davon. Ich hätte es nicht gedacht. Ich habe am Anfang gedacht, das ist wieder wie im Hauptspiel es so war. Du hast die Kampagne und wenn die durch ist, hast du nichts mehr zu tun. Was ja auch so ein großer Kritikpunkt an Destiny eigentlich war. Aber das ist, also beim Add-on muss man echt sagen, es ist so viel Stuff, den man machen kann, wenn man ihn denn machen will. Man wird auch gut dafür belohnt. Fürs meiste kriegt man legendäre Marken und sowas, die sehr, sehr wichtig sind, um sich den nicesten Stuff zu gönnen. Also mir gefällt das Addon echt gut, ne? Aber da werden wir dann in meinem Fazit dazu kommen. Ich denke mal, so viel kommt auch gar nicht mehr. Ich habe jetzt, glaube ich, jetzt sind, glaube ich, noch zwei Missionen auf dem Plan. Und ein Strike. Es kann ja natürlich sein, dass jetzt noch Missionen dazukommen. Aber das ist bis jetzt so auf dem Plan. Und den Strike, den letzten, werde ich als allerletztes machen. Und dann danach mein Fazit anschließen. Weil ich hätte nie gedacht, dass Destiny so lange als Projekt geht. Ich dachte so, ja, das werden so mit beiden Erweiterungen und dem Addon werden das so, ja, vielleicht 20 Parts. Aber da sind wir ja schon ein bisschen drüber hinaus, ne?
haben jetzt 21 Parts und ich glaube 4 Strikes oder so oder 5. Keine Ahnung, Leute, ich kann nicht zählen. So, dann gehen wir erstmal zu Meister Rahul. Oh, wir sind fast wieder ein Lichtlevel aufgestiegen. Cool. Juckt mich irgendwie nicht. Weiß nicht mal, was es bringt. So, ich hab zu viel Geld. So, mal wieder nur Schrott. So. Ja, mach den weg. Und weg damit. Sehr schön. Immerhin Rüstungsmaterial bekommen. Ich hasse es, dass da ein Zeichen angezeigt wird, nur weil ich irgendwas abgeben kann, um Geld zu kriegen. Weil ich kann es nicht abgeben, weil ich zu viel Geld habe. Destiny sollte mal bitte das Glimmer, also das aufheben, dass man nur 25.000 haben kann. Warum darf ich nicht 100 Millionen haben? Denkt dran, am Ende sind Kugeln eben doch die Antwort auf jede Frage. Willst du nur noch aufräumen? Mit dir zusammenzuarbeiten, wird gut werden. Levinier besetzt. Oh. Das ist, also da muss ich ins Kosmodrom. Und eben warten, bis da. Also ich, da kommen ja dann ab und zu Besessene. Und die muss ich dann töten. Die drei Leutnants töten. Also drei Captains halt. Das sind es auf dem Kosmodrom, glaube ich. Und dann kommt so ein riesiger Typ. Also so ein Champion. Und das ist aber sehr, sehr nervig, wenn man halt keine Leute hat, mit denen man spielt, sondern das meiste alleine spielt. Weil man kriegt es nicht hin, den alleine zu töten. Also man würde es schon hinkriegen, sicherlich, aber es ist sehr, sehr schwer. Deshalb ist die Aufgabe ein bisschen nervig. Aber wir werden es dann als nächstes an diese Mission hier machen. Und zwar ausgehendes Signal. Markiere ich mir gleich mal hier und das kann weg, die Markierung. So, dann würde ich sagen, war es das mit diesem Part von Destiny. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Trotz den anfänglichen Schwierigkeiten mit der Mission. Wenn ihr dann lasst einen Daumen nach oben da, schaut in die Playlisten auf den Kanal vorbei, wenn ihr Bock auf mehr habt. Und dann würde ich einfach mal sagen, sehen wir uns im nächsten Part von Destiny hoffentlich wieder, der übermorgen um 18 Uhr kommt. Peace up und haut rein.